Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer kleinen Map-Vorstellung und es geht natürlich um Paris Rebuild 2.0. Die hatte ich euch ja vor ein paar Wochen vorgestellt und jetzt hat der Mod-Hersteller gesagt, okay, kam gut an, wir bauen da auf jeden Fall weiter. Und vorab nochmal, diese Map geht in der Version 1.27 und 1.28. Ihr braucht aber zwingend das Frankreich-DLC. Des Weiteren ist sie kompatibel mit der Pro-Mod, TSM-Map, die MHA-Pro-Map und andere Maps. Und es wurden einige Sachen verändert. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal genau an und fliegen das einfach ab. So, als erstes, ja, hier bei diesem riesengroßen Supermarkt haben wir auf dieser Seite keine leere Fläche mehr. Zum einen doch eine leere Fläche, aber es ist ein Park geworden. Vielleicht wird der Park noch ein bisschen ausgebaut, aber das gucken wir uns nochmal an. So, wir gehen aber gleich nochmal auf die richtige Karte gehen, um euch einen kleinen Überblick zu gewähren. Und da gehen wir einfach mal auf die Karte und hier in Frankreich. So, als letztes wurde ja dieses Teilstück hier implementiert. Ja, dass man hier einmal richtig schön rumfahren kann. Und dann konnte man hier, ist ja die Notre-Dame-Kirche. Und dann konnte man hier die Straße entlang fahren. Ja, ihr wisst, hier ist das Café. Und jetzt hat man in diesem Bereich nochmal eine zusätzliche Straße hinzugefügt. Ja, mit Tankstelle ist auf der Seite. Auf der anderen Seite ist dann ja, eine Übernachtungsmöglichkeit. Hier ist nochmal ein großer Platz. Und hier ist Paris. Ja, der Pariser Fußballverein. Und wir haben den Eiffelturm. Beim Eiffelturm, der soll in der Nacht beleuchtet sein. Das gucken wir uns an. Des Weiteren wurde hier noch einige Sachen verändert. Und zwar diese Autos. Ja, es gab ja überall Busse. Jetzt wurden noch Autos hinzugefügt. Also wir werden jetzt diesen Weg hier einfach mal abfliegen. Also hier lang fliegen. Gucken uns das hier einfach mal an. Und dann geht es hier lang. Also wir werden mal einen kleinen Rundflug machen. Und wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, dann sagt es einfach mal und wir gucken uns das einfach mal an. So, also wie gesagt, der Park ist hier und jetzt geht's hier lang. Und hier entsteht erstmal schon ordentlicher Stau hier in Paris. Guckt mal, da hinten ist der Eiffelturm. Warum das, der Eiffelturm nicht im Originalspiel ist, hat einen ganz einfachen Grund. SDS Software hat die Rechte dafür nicht. Ja, alle wollen so irgendwo Geld haben. Und ja, der Eiffelturm ist einfach rechtlich geschützt. So, normalerweise wäre ich eigentlich hier auch schon mal lang gefahren. Aber es kann durchaus sein, dass hier schon ein bisschen was verändert wurde. Und beim letzten Mal haben wir auch gesehen, dass hier ganz, ganz viele Busse stehen. Und sieht das nicht genial aus? Ja, Metrobus. Heißt das in Paris so? Metrobusse. Und hier sind Parkplätze. Also hier kann sein, dass einzelne Autos nochmal umgesetzt wurden, die Busse umgesetzt. Deswegen kann die Überarbeitung sein. Hier dieser kleine Weg. Der ist eigentlich gar nicht richtig befahrbar. Vielleicht kommt da nochmal was. Ist einfach nur mit implementiert. Kann durchaus sein, dass es da mal weitergeht. Mit einem LKW ein wenig schwierig. So, hier haben wir noch eine Frachtannahmestelle. Hier wurden wahrscheinlich die Leute nochmal und die Busse nochmal ein bisschen platziert. Hier sind auch nochmal ganz viele Busse. Und jetzt werden wir mal schön gemütlich in den anderen Bereich hier rüberfliegen. Und das hatten wir ja. Na, noch nicht falsch fliegen. Maximus, nicht falsch fliegen. Ich verfahre mich ja sonst schon. So, hier waren wir ja. Und da hatte ich ja hier das mit dem Arteon Volkswagen schon mal gezeigt. Dann war hier diese schöne Straße entlang gefahren. Und jetzt fahren wir mal eine andere Straße. Wir machen mal ein bisschen weniger. Und ich finde ja sowas richtig herrlich. Ja? Mit dem Bäumchen. Also man kommt hier richtig in das Gefühl, dass man hier in Paris ist. Hier könnte man jetzt auch sagen, bei den Häusern, ja, da ist man irgendwo in Berlin. Ja. So könnte ich mir Berlin auch vorstellen. Hier ein großer Kreisverkehr. Ich hoffe, dass die irgendwann mal, ja,
Deutschland umbauen nach dem Italien DLC. Schauen wir mal. Und hier ist Paris Saint-Germain. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also der Verein, der jetzt ganz viel Geld in die Hand genommen hat und hat hier diesen Neymar geholt. Naja. Aber wir sind ja nicht bei FIFA. Wir sind hier beim Euro Truck Simulator. Und diese Häuser sehen auf jeden Fall ja schon ein bisschen runtergekommen aus. Das ist schon cool. Also wenn ihr mal gucken wollt, wie die spielen. Da. Die spielen zurzeit nicht. Also, wie gesagt, man bleibt ja normalerweise in dieser Sache. Und ich weiß jetzt nicht, ob das beleuchtet wurde oder wird. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Weg, den wir hier abfahren oder abfliegen können. Ja. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Guckt euch an, auch dieses kleine, niedliche Käffchen, Kaffee. Und da hinten der Eiffelturm, wenn er noch richtig beleuchtet ist. Ich habe schon gehört, der soll gar nicht so richtig beleuchtet sein. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Hier die Tankstelle. BP. Das kann durch einen anderen Mod sein. Bei euch kann das eine Original-Tankstelle sein. Ich habe da einen anderen Mod noch drin. Und so. Ach, das sieht schon schön aus. Wirklich schöne Sache. Und dann sind wir hier an diesem Ausgangs... an diesem Platz, wo wir das letzte Mal hier gestartet sind. Und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, ne? Also muss ich wirklich sagen, herrlich. Da müssen wir gleich mal was machen. Das sieht so richtig... Ha! Schön! So, aber ich habe ja gesagt, wir wollen mal schauen, wie sieht es aus bei Nacht. Da machen wir ganz einfach die Konsole auf und werden einfach mal die Nacht ins Spiel bringen. Machen wir 24 Uhr. Und Maximus ist müde. So, und wir sehen, dass es nicht so richtig beleuchtet ist. Wir sehen einen schönen Sternenhimmel. Wir fliegen mal hier lang. Wie liegt das in der Nacht aus? Die Häuser sind natürlich nicht beleuchtet. Ja. Ah! Guck an. Er ist doch beleuchtet. Er ist doch beleuchtet. Man musste einfach jetzt eine Weile warten, bis ja, das System das so langsam erkennt. Und er ist doch beleuchtet. Ah, sieht schon echt nice aus. Wow, wo sind wir? Hier ist die Kirche von Notre Dame. Jetzt fliegen wir einfach mal nochmal hier so lang. Und man merkt jetzt, die Häuser sind doch beleuchtet. Das dauert halt immer noch so seine Zeit. Hier hat man das Stadion. Das sieht schon echt genial aus. Mann, 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 Mann. Großes Lob an denjenigen, der das gemacht hat. So stelle ich mir es vor, wenn wir solche Spiele, so eine Städte weiterentwickeln. Inwiefern es dann weitergeht, müssen wir mal schauen. Ja, Maximus ist müde und deswegen werden wir jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Eiffelturm, neue Straßen und mal sehen, was da noch kommt. Mit den Worten macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.